Hallo Susanna. Hallo. Wir sitzen hier bei dir im Garten in Gandia. Gandia ist wo ungefähr? In Valencia, Spanien. Und du warst bei uns auch Studentin vor wie vielen Jahren? Wann warst du das erste Mal in Bamberg? Das war in 1998, denke ich. 1998, wer rechnen kann, ganz schnell, fast 25 Jahre. Unglaublich. Du bist damals nach Bamberg gekommen, um Deutsch zu lernen. Warum? Ich hatte schon in der Uni etwas Deutsch gemacht und einen Moment wollte ich allein sein. Weit von Spanien. Weil? Weil? Weil es gab diese zwei Männer, die wollten mich heiraten. Zwei Männer wollten dich heiraten? Ja, ich weiß nicht warum. Ich wollte allein sein. Und da habe ich ihr treffen gelernt. Ah, da hast du uns kennengelernt, im Internet damals gefunden. Ja, vielleicht es war Internet. Ich erinnere mich nicht. Aber vielleicht in der Uni oder Internet. Also, ihr seht, es gibt viele Gründe, Deutsch zu lernen. Hier hören wir einen. Wenn man nicht weiß, wen man heiraten soll, welchen Mann, dann geht man nach Bamberg, um zu überlegen. Und hast du eine Lösung gefunden? Hast du einen Mann geheiratet? Na, aber ich habe einen ganz schönen Hund gefunden. Ja. Und ja, ich bin sehr fröhlich jetzt, zurück in Spanien. Okay. Also vielen Dank, Susanna, auch, dass wir hier deine Gäste sein durften. Und sehr schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Okay, tschüss.